Leute, heute möchte ich euch mal etwas ganz Besonderes zeigen. Ein kleines Heiligtum von mir. Ich klapp's mal gerade wieder zu. Ich bin voll überbelichtet, weil ich meine Lampe hier schön auf meinen Schreibtisch gerichtet habe. Denn darum geht's heute. Es geht um dieses geile Ringbuch hier. Ja, oh mein Gott, das ist mittlerweile, ja, 7 Jahre alt, glaube ich. Davon habe ich nämlich mal in meinem letzten Animal Crossing Video geredet. In Part 62 ist es, glaube ich. Auf jeden Fall geht es darum, dass ich hier sämtliche Sachen zu Animal Crossing Let's Go to City drin habe. Wie man sieht, Tipps, Tricks und Guides, ja, aus dem Animal Crossing Wiki, das es damals gab. Ich erzähle nur mal gerade, das war halt eine wirklich richtig geile Seite, sehr nach Wikipedia empfunden. Und ja, leider wurde die irgendwann gecrashed oder ist gecrashed und seitdem nicht mehr accessible, beziehungsweise nicht alles oder nur ein ganz, ganz mickriger Bruchteil von dem, was drin war. Allerdings habe ich damals tatsächlich alles ausgedruckt, ich Wahnsinniger, und das sieht man. Ist einiges. Und ja, das möchte ich euch einfach mal zeigen, weil es ist ein gesammeltes Kunstwerk, wirklich. Was damals da drauf war. Und ich bin einfach nur froh, dass ich es ausgedruckt habe, wirklich. Vor allem wegen einer Sache. Und zwar diese hier. Die Animal Crossing Story, ja. Die findet man nämlich wirklich in der ganzen Ausführlichkeit überhaupt nicht mehr im Internet. Da geht es vor allem erstmal um die Voraussetzungen. Ja, die habe ich mir jetzt extra selber fürs Let's Play nochmal angeguckt. Da steht nämlich hier zum Beispiel, dass Nukes Laden komplett ausgebaut sein muss und dass man mindestens 200 Grazie geredet haben muss. Das haben wir im letzten Part tatsächlich sogar einmal jetzt hingekriegt. Und dann stehen da halt wirklich alle Tagesabläufe, was man machen muss. Man muss erst am Tag 1 mit Tina reden, dann hier unten mit Pelli und so weiter und so fort. Das werden wir uns alles im Let's Play nochmal genauer angucken. Aber das ist schon richtig heftig, ne? Hier sind sogar noch ein paar Screenshots. Okay, die sind jetzt hier natürlich nicht lesbar. Könnte man sonst im AC-Wiki früh anklicken. Und ja, das ist halt einfach schon eine richtig heftige Sache, ne? Und allein deswegen hat sich das schon gelohnt, dass ich diese Scheiße damals ausgedruckt habe. Ja, sonst ist hier noch ziemlich viel anderer Stuff. Das war es jetzt, glaube ich, hiervon, genau. Das war alles Animal Crossing Story. Werde ich auch wieder schön säuberlich einheften, auch wenn hier eigentlich gar nichts schön säuberlich eingeheftet ist. Es ist eigentlich mal alphabetisch geordnet gewesen. Ist teilweise auch nicht mehr so, weil ich es manchmal reingeheftet habe, wie ich es will. Auf jeden Fall haben wir hier eigentlich so ziemlich alles. Wir haben also Guides zu allem, wirklich allem. Hier sind Accessoires, sehen wir 7 Seiten, denn das habe ich extra oben drauf geschrieben. Das sind alle Accessoires, die es in diesem Spiel gibt. Alle. Mit Kaufpreis, Verkaufpreis, wo man sie bekommt. Das ist einfach nur krass, ne? Da kann man wirklich mal prüfen, ob man 100% hat oder nicht. Was ich ja nie anstrebe. Dennoch. Dann haben wir alles zur ADSH. Ich weiß nicht, was da so alles für Stuff drin ist. Wir gucken mal gerade rein. Meh. Einmal rausholen. Ja gut, da bekommt man dann generell Informationen, wie man Punkte bekommt, ja. 3000, 30.000, was weiß ich. Ich weiß, man kann es alles nicht besonders gut lesen, aber darum geht's auch gar nicht, es geht nur mal darum zu sehen, was da alles so drin ist. Hier ist noch Sachen zu Feng Shui. Das ist nämlich gar nicht mal so einfach. Das habe ich damals tatsächlich mal versucht. Also so funktioniert Feng Shui in Animal Crossing. Das ist ja so ein Raum mit der Aufteilung, mit ein paar Texten dazu. Und die Wirkung, was passiert zum Beispiel, wird die Menge der Sternis, die die Bewohner geben, oder weniger Fälschung oder sowas, das bewirkt hier. Feng Shui steht hier. Dann natürlich ganz, ganz wichtig, welche Möbel zählen denn zu gelbem Feng Shui, zu rotem Feng Shui, zu grünem Feng Shui? Das ist richtig heftig. Und auch Glücksbringer. Da gibt es hier besondere Items, die sind hier alle mal aufgezählt. Ich habe hier teilweise auch Punkte daneben gemacht, wenn ich die Items habe oder nicht. Das ist richtig krass, wirklich. Das ist richtig krass. Und da kommt dementsprechend eine Menge rum an Blättern. Das sind jetzt also, wie gesagt, 4. Hier oben ist auch das Triforce. Ich hefte das gerade mal wieder ein. Ihr seht währenddessen meine Bundesliga-Tabelle. Ja, eine sehr schöne Tabelle. Ja. Vor allem die Kugel da, ja. Platz 5, ja. Vor Hertha. Das ist, sage ich auch nur, weil der Vater meiner Freundin Hertha-Fan ist. Und das doch das Ego stärkt. Aber das ist nicht das Thema des Videos. In Europa. Egal. So, dann haben wir hier noch uneingeheftete Sachen, zum Beispiel Baustellenthema und Badehausthema. Das sind halt Möbelserien. Wie gesagt, ich habe zu wirklich allem Möbelserien gemacht. Richtig cross. Ja, mein ultra cringiges Bild. TÜV geprüft, genau. Nochmal, das ist 7 Jahre alt. Dementsprechend war ich da 10, 11. Also, verzeiht es mir. Ja, hier sieht man tatsächlich nochmal, da habe ich extra noch die URL aufgeschrieben. Könnt die Seite mal besuchen. Sie existiert, glaube ich, immer noch. Vielleicht werde ich es auch nochmal kurz reinschneiden, wie ich sie nochmal jetzt live besuche. Das mache ich, glaube ich, noch.
im Anschluss, gibt es auf jeden Fall nicht mehr. Beziehungsweise es gibt sie, glaube ich, tatsächlich noch, aber nach dem Crash ist halt wirklich nichts mehr vorhanden. Das ist schade. Denn ihr seht ja, was da alles war. Das ist eine verfickte Menge. Und das ist auch tatsächlich jetzt, glaube ich, jede Serie, die es in Animal Crossing gibt, habe ich hier ausgedruckt. Das ist die blaue Serie, die eigentlich Azur-Serie heißt. Ich weiß nicht, warum hier blau steht. Mit allen Azur-Möbeln. Die Itemseiten sind meistens 3 Seiten lang, wo die ganzen Bilder drauf sind und ne, der ganze Stuff. Dann haben wir einen ganzen Blumenguide. Da konzentriert sich der Guide vor allem natürlich auf das Kreuzen. Wie man hier auch schon sieht, die Pinkrose, da steht dann halt mit, was man die kreuzt, damit die rauskommt. Und da kann man sich auf jeden Fall auch dran orientieren. Ich glaube, da war es tatsächlich noch gar nicht so schwierig, blaue Rosen zu bekommen. Ach, ja doch, komm, wir gucken uns das an. All das kann mir im Let's Play wieder behilflich sein und ich habe einfach diesen Guide bis heute komplett vergessen, dass ich das alles ausgedruckt habe. Hier sehen wir zum Beispiel einfach aus Schwarz und Lila kreuzen und die lila Rosen sind tatsächlich gar nicht so schwierig zu bekommen hier in Animal Crossing. Let's go to the city, überhaupt nicht zumindest, ich weiß es nicht. Ich habe nie wirklich richtig aktiv hier gekreuzt, die meisten habe ich mir damals erstmal geklont. So, dann haben wir natürlich auch Primeln und Veilchen und Tulpen und mehr gab es hier noch gar nicht. Dann gab es natürlich noch die Nelken von Vater- und Muttertag und den Himmelsleiter oder Reiter, er heißt Reiter, ja, von mir aus. Das wurde im Netz immer anders geschrieben und Löwenzahn, okay, klar. Der ist auch nochmal gesondert. So, wir heften das Ganze wieder ein. Ich will euch das eigentlich jetzt nicht im Detail zeigen, wie ich es jetzt gerade mit den ganzen Blumen mache und sowas. Vor allem eben, weil da viele Itemserien bei sind. Aber bei so ein paar Sachen werde ich sicherlich mal drauf eingehen, die besonders sind und vielleicht auch nicht nur unbedingt geizend sind. Und ich krieg's gerade nicht rein, verdammt! Ah! Meine Güte! Ich hefte mal gerade die ganze Mappe raus. Ach! Der eine ist da irgendwie, der will nicht rein, der ist dahinter. Bist du denn für ein Freak hier? So, mein Gott. Ja. Spannendes Video wieder, ja. Ah ja, die ganze Zeit die Wand sieht, ja. So. Immer noch besser als das erste Video, was ich gemacht habe, war so ein bisschen darauf auf Zeigen aus war. Das war nämlich das Cyber Historia Showing. Und das war ultra cringy. Das ist von 2013. Das ist aber immer noch online. Also wer Bock hat, noch was richtig cringiges zu sehen, ne? Schaut meine Special Play, das ist glaube ich sogar das erste Video oder die ersten beiden. So, dann haben wir hier alle Briefpapiere, sind 12 Seiten, ja. Also ich war auf jeden Fall, ich habe einige Wälder abgeholzt dafür und auch einige Druckerpatronen verschwendet. Aber das Spiel war meine Leidenschaft, das Spiel ist meine Leidenschaft. Das ist meine Leidenschaft. So, DLCs ist natürlich eine kritische Sache, da waren natürlich noch nicht alle bei. Aber da will ich euch einfach mal zeigen, was wir wahrscheinlich nie bekommen werden im Let's Play. Da sind nämlich echt richtig geile Sachen bei. Und man sieht auch immer, welche Region das bekommen hat. Wir sehen hier Europa, Japan, Nordamerika und Korea. Korea hat nämlich tatsächlich nochmal Exklusiv-Items bekommen. Hier die Nintendo DSi-Sitzbank war zum Beispiel geil. Die hat man auch tatsächlich in Europa bekommen damals. Die Bildnische leider nicht. Die kriegt man nur in Japan. Und dann gab es hier halt, was weiß ich hier noch, den schwarzen DSi XL und den Mini-Schulbus, nee, Mini-Bus besser gesagt nur. Fand ich damals immer ziemlich geil. Die Sandburg war ganz nice. Das meiste habe ich tatsächlich auch live noch mitbekommen. Also hier zum Beispiel den Eiffelturm habe ich zum Beispiel selber noch per DLC bekommen. Das habe ich damals da gespielt zu dem Zeitpunkt. Die GameCube-Truhe sowieso sehr geil. Das Dirndl, wobei das Dirndl war, glaube ich, das erste Outfit, was ich damals eigentlich tatsächlich erst selber bekommen habe über Internet. Ich hatte das Spiel zwar schon vorher, aber ich glaube, Internet habe ich damals erst später bekommen, weil mein Vater so dachte, so, nee, das ist nicht sicher und so. Na, zumindest war es beim DS auf jeden Fall nicht sicher. Der Laubhaufen, ein sehr, sehr geiles Item. Und ja, die ganzen Nintendogs, ne? Die sind auch ultra süß und die habe ich auch alle gehabt. Kann man sich eigentlich alles nochmal, wie gesagt, auf meinem alten Spielstand angucken. Werde ich auch nochmal tun, auch wenn wir da schon, wie gesagt, ein Let's Show zu haben. Also, ich habe es im Let's Play mal erwähnt. Da haben wir noch 2 Videos zu so einem Let's Show, aber das ist auch schon wieder 2, 3 Jahre her. Es hat zwar nichts getan in der Stadt, aber dennoch kann man nochmal machen. Nochmal Neues. So, den Einkaufswagen gab es damals leider nur in Nordamerika. Ist doch, glaube ich, das dritte, ne? Das war, glaube ich, Europa, Japan. Nordkorea, genau. Nordamerika und Korea, so. Ja, damals hier, 2009, da war noch die Welt um Nordkorea und Südkorea einigermaßen in Ordnung. Na, sie wollen jetzt eine WM zusammen ausrichten, na, viel Spaß. So, Weltgeschehen mal wieder ausblenden. Eine Karnevalsuhr gab es damals tatsächlich. Die gibt es nämlich nicht als richtige, also in der richtigen Karnevalsserie gibt es die nicht. Ähnlich sieht es hier aus bei Eierfernseher und Grazia-Kommode. Sie haben quasi neue Items für bestehende Serien hinzugefügt, was damals tatsächlich ziemlich cool war. Süß-Phono-System gab es damals zum Beispiel auch noch, aber hier das alles läuft nur bis. Man kann es überhaupt nicht sehen. Sorry.
So, jetzt sieht man es wieder ein bisschen besser. 18.05.2010. Bis dahin ist dieser Guide offenbar. Wobei hier steht, 5. Mai wurde zuletzt geändert. Kommt also dann wieder ganz gut hin damit. Ja, also. Ja, wahrscheinlich habe ich es auch zu der Zeit ungefähr ausgedruckt. Wobei, ich sehe es hier gerade. 12.05. Man sieht es jetzt nicht, ja. Schön. Da habe ich die Scheiße ausgedruckt. Also danach kamen noch ein paar DLCs und sowas, aber das ist hier leider alles nicht aufgefasst. Das ist halt das Problem an der Seite, ne? Die wurde ständig aktualisiert. Hingegen anderen Guides, die logischerweise nicht aktualisiert wurden, weil da nichts dazu kam. Außer eben jetzt bei sowas wie Eier-Serie oder Grazia-Serie, wo einfach per DLC ein Item hinzukommt. Da muss natürlich auch die Seite geändert werden. Aber prinzipiell werden die Guides von den ganzen Items natürlich nicht geändert. Weil eigentlich nichts dazu kommen sollte. So. Es sei noch auch erwähnt, EA, ja. DLCs waren hier gratis. Sind sie meistens bei Nintendo gewesen. Und weiß nicht, momentan ja nicht mehr. So Breath of the Wild und sowas zum Beispiel. Ja, hier waren es auf jeden Fall gratis, diese ganzen Items, die man bekommen hat. Und in New Leaf ist es ja auch noch so. Hier sind alle Emotionen, die man im Spiel bekommen kann. Auch sehr geil. Und, stimmt, genau. Es steht einfach immer dahinter. Da steht dann Schüchternheit von Exos. Sag, ich muss eigentlich. Ich habe leider keinen Autofokus hier oder sowas in der Richtung. Und ich kann es, glaube ich, auch nicht selber manuell machen. Sorry. Die Webcam ist auch schon ein bisschen älter. Hat zwar 720p, aber trotzdem. Ja, auf jeden Fall steht dann dahinter von Exos, weil das nur. Der Exos ist ja manchmal so da. Ist so, ja. However, ist special. So, und dann haben wir hier den ganzen Fischguide. Das ist nicht mal die erste Seite, wie man sieht. Da ist keine Überschrift. Ja, aber da gibt es halt auch eine Menge Informationen. Da gibt es Informationen, wo es gibt. Also entweder im Fluss, im Meer. Manchmal steht auch Fluss und Mündung oder Flussteich oder Tümpel. Gut, Tümpel ist klar. Aber hier zum Beispiel Flussteich oder Fluss und Mündung sind dann nochmal spezifische Formen des Flusses. Also wo genau im Fluss man das findet. Dann halt zu welcher Zeit, also September, also die Monate beziehungsweise Monatszeiträume. Ich glaube Sommer, Winter, sowas steht da nicht, dass ich dann wirklich immer so Juli bis September oder sowas. Wobei das ja spezifischer ist, wie auch immer. Dann die Tageszeit, also Jahreszeit, Tageszeit, dann den Verkaufspreis und die Standardgröße. Die steht nämlich, glaube ich, auch so dann immer im hier in dem Ding da, was man da bekommt da. Das ist da in der Fischliste so. Da steht es dann halt auch immer so drin, wahrscheinlich. Und halt, wie groß der Schatten in etwa ist. Das ist natürlich immer sehr vage, wenn man das jetzt beschreiben muss, aber hier sieht man dann zum Beispiel riesig mit Flosse, also da weiß man schon ungefähr so. Wonach man Ausschau halten muss, wenn man den Fisch sucht. Dann alle Frisuren mit den Fragen, die man beantworten muss. Sowohl für Jungs als auch für Mädchen. Da habe ich sogar meinen eigenen zugemacht auf meiner Animal Crossing-Seite. Dann das Ganze zu Geburtstagen. Zumindest geht es hier erstmal jetzt um meinen Geburtstag, was passiert. Keine Torte steht hier zum Beispiel auch noch ganz wichtig. Das habe ich ja damals auch ein bisschen, war ich mir ein bisschen unsicher. Da steht nämlich, wenn du keine Torte von einem Nachbarn bekommst, liegt das wahrscheinlich daran, dass du die Zeit verstellt hast. Und auch keiner deiner Bewohner erinnert sich, dass du Geburtstag hast. Also sei lieber geduldig. Ja. Aber ich habe ja wirklich Tag für Tag vorgespult, deswegen war das bei mir in meinem Fall in Ordnung. Und dann stehen hier halt noch die ganzen Geburtstage der Bewohner, was eigentlich ganz einfach, ganz, ganz nice ist, das zu wissen. Habe ich mir zwar noch keinen gemerkt, also wirklich, dass ich weiß, ach Gott, der hat genau an dem Tag Geburtstag, wusste ich noch nie. Die Höhlen sind ja auch überall oben kaputt, das ist ein bisschen doof. Ist so. Ja, eine ganze Gemäldeliste haben wir hier. Wir sind gerade übrigens erst bei G. Das ist eigentlich alphabetisch geordnet. Wie gesagt, manche sind da zwischendurch ein bisschen fail. So, dann haben wir einen ganzen Gesichterguide, was man sagen muss, wenn man in die Stadt ziehen will, um bestimmte Augen bzw. bestimmte Gesichter zu bekommen. Der größte Unterschied sind halt die Augen, aber es verändern sich meistens auch noch andere Sachen. Sieht man jetzt hier zwar schlecht, aber der hat zum Beispiel rote Backen oder sowas. Das kann sich auch noch verändern. Aber gut. Ja, dann die ganzen Items, die man von Gulliver bekommt. Gulliver ist ja sowieso ziemlich schwierig zu bekommen. Der ist oben manchmal im UFO, fliegt er rum, aber ganz, ganz selten tatsächlich. Steht hier irgendwie was zum Grad der Seltenheit? Irgendwie nicht, nee. Steht einfach nur, wenn ihr eines Tages ein UFO seht, seltsam Sound, dann abschießen. Doppelt so schnell wie ein Ballon, man muss ja schnell sein. Blablub. So, Haushaltssets. Also in Animal Crossing wird generell unterschieden zwischen Sets und Möbelserien. Sets sind halt wirklich so Einrichtungssets, wo man sagen würde, okay, das würde ich in einem Raum kombinieren, aber es gehört nicht einer Serie an, weil man sieht halt zum Beispiel der Kamin und also ne, das ist halt Haushaltssets, das ist eigentlich so Heizmöbel oder Haushaltsgerät, ja okay, das ist noch eine Waschmaschine. Aber das ist das zum Beispiel alles fürs Heizen, ein Heizgerät, ein Heizkörper, ein Kamin, Kaminofen, Kanonofen. Die sind quasi von einer Art, aber gehört logischerweise keiner Serie an. Oder generell halt so Baustellen-Set oder Baustellen-Thema, stimmt. Nee, es gibt Sets und Themen und ach, was weiß ich, informiert euch selber.
Ich bin da selber nicht mehr so ganz drin. Die Sets sind dann wohl tatsächlich was, was generell so Haushalt jetzt zum Beispiel in dem Fall, was, was ähnlich ist. Also so Waschmaschinen gibt es ja verschiedene Arten, Kamine gibt es verschiedene Arten oder Heizgeräte besser gesagt, ja. Und dann gibt es halt Themen, die man halt wirklich zum Beispiel so ein Wohnzimmerthema, wo man dann so einen Kamin reinstellt und ein paar Möbel von einer Serie und sowas, die aber halt keine Serie bilden. Also Sets und Themen, keine Ahnung, wo genau der Unterschied liegt, aber ja, schwierig zu differenzieren, aber man hat da auf jeden Fall eine Differenzierung. Ja, Herbstserie, Herzchenserie, kann man sich dann alles mal angucken. Wenn man dann die verschiedenen Serien sammeln will, die Holzserie zum Beispiel will ich auch sammeln, ist in New Leaf die Blockhaus-Serie, wurde umbenannt. Die Insekten, ähnlich wie bei den Fischen, steht halt alles genau da. Mit Monaten, mit der Tageszeit, mit dem Verkaufspreis, mit der Größe. Dann haben wir die Karnevalsserie, die Kinderserie, nicht aus echten Kindern gemacht. KK, da sind alle Lieder aufgeschrieben, auf Englisch und auf Deutsch, vom Titel her, habe ich auch damals abgehakt, tatsächlich. Ja. Warum auch immer ich da Only Me noch nicht hatte. Das ist mein fucking favorite Song. KK ist auch da, wenn man mit der Wi-Fi am Samstag um 20 Uhr verbunden ist. Okay, interessant. Also wusste ich zwar eigentlich, aber es ist interessant, dass es hier nochmal aufgeführt ist. Die Klassik-Serie. Ich halte das immer ein bisschen zu niedrig. Ich stütze auch meinen Arm einfach nur die ganze Zeit hier ab, obwohl ich eigentlich das Ganze höher halten soll, damit man alles sieht. Die Kürbis-Serie. Ja, streng nochmal den Kürbis an hier. Das Mario-Thema. Ja, das sind alle Mario-Möbel, die man aus den Ballons bekommen kann. Steht da aber auch gar nicht. Wobei doch hier steht erhältlich Luftballon. Ja, da können wir also auch mal checken, ob wir da alle Mario-Möbel irgendwann mal haben. Die Orient-Serie, das Piratenthema, das bekommt man von Johannes. Und die Prämien, die sind natürlich besonders interessant, die hole ich nochmal raus. Habe ich zwar auch schon im letzten Part von Animal Crossing selber erwähnt, aber möchte ich nochmal zeigen. Das sind die Belohnungen, die man bekommen kann, wenn man einen bestimmten Kundenstatus bei Nuke erreicht. Das haben wir zum Beispiel im Let's Play jetzt bereits schon erreicht. Nochmal gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme, es ist der, ja, man sieht es glaube ich nicht, der 15.06. Sei nur nochmal gesagt. So, ja. Jedenfalls hier bekommt man dann halt für die ganzen verschiedenen Stufen, die man da bei Nuke im Kundensystem bekommen kann, verschiedene Modelle. Und das ist der ganze Katalog von Nuke bei diesem Punktesystem. Alle Sachen, die man da bekommen kann. Den Heldenhut, Midna's-Maske, Samus-Maske, Majora's-Maske, den Heldenmantel und das Kart. Und hier unten dann sehr interessant natürlich noch das ganze Zeug, was man sparen kann. Also wenn man was spart, bekommt man verschiedene Items, zum Beispiel hier die Kundenkarte oder das Taschentuch oder dann hier die goldene Kundenkarte, die ganzen Federn, für die man einfach mal so 400 Millionen oder sowas sparen muss oder dann eine knappe Milliarde, also ziemlich genau eine Milliarde für den mobilen Geldautomaten, ja. Sau heftig. Oh, das ist übrigens die eigentliche erste Seite. Das sind die ersten Mario-Möbel, die man hier bekommt. Also die ersten, nicht Mario-Möbel, sondern die ersten Möbel, die man im Kundensystem bekommen kann. Das ist hier falsch geordnet. Sehr schön. Können wir direkt mal wieder richtig ordnen und für Klarheit sorgen. Die letzte Seite habe ich weggeschmissen. Da ist wahrscheinlich nichts mehr drauf gewesen. Interessant. So. Wir sind jetzt mittlerweile bei P angekommen. Ja. Immerhin. Ja. Sehr schön. Nach, es macht einfach nur Spaß, hier durchzublättern, weil man, das ist einfach richtige Nostalgie für mich und das ist echt richtig nice. So, dann haben wir hier die Robo-Serie und eine leere Hülle. Ja, die könnte ich mir wieder füllen. Hab noch das Baustellenthema und das Badezimmer-Ding da offen liegen hier ohne Hülle. Ja, Robo-Serie, Welten-Serie, Royal-Serie. Das Schachfiguren-Set, da gibt es alle möglichen Schachfiguren, die es beim Schach also gibt. Dann die Schachserie dazu gehörig. Die Schneemann-Serie, die wir jetzt schon komplett haben im Let's Play. Und alle Tapeten und Teppiche haben wir natürlich auch hier drin. Da sind auch die dabei, die man von Assisa bekommen kann, zum Beispiel der Alpengrund oder der Antikboden. Die sind natürlich ziemlich schwierig zu bekommen. Aber ja. Will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ihr seht, das sind wie viele Seiten? 8. Ja. Die Weihnachtsserie werden wir uns auch definitiv gönnen, dauert aber noch einige Zeit im Let's Play. Das Weltraumthema, auch ein sehr geiles Thema. Das Wildwest-Thema eigentlich auch, aber würde ich mir jetzt, glaube ich, niemals so einen Raum machen. Und dann haben wir jetzt hier mein Animal Crossing Let's Go to the City Fotobuch. Ja, sehr, sehr krass. Und hier ist übrigens noch so ein Ding, das hätte ich mal vorne hin machen sollen. However, das Fotobuch, ja, hervorragend. Gucken wir uns einfach mal so ein bisschen an, was ich hier reingeklebt habe für Bilder. Mal ein bisschen höher gehen, damit man das besser sieht. Das sind halt wirklich Bilder vom Anfang meiner Animal Crossing Let's Go to the City Karriere bis zum Ende. Oder ja, gut, nicht bis zum Ende, aber ziemlich weit auf jeden Fall. Habe ich immer wieder Fotos ausgedruckt.
Das ist halt wirklich in Printform. In anderer schöner Form habe ich es natürlich auch noch auf meiner Website von ein paar Treffen oder sowas online. Da habe ich auch noch ein paar Bilder. Ja, sieht man halt noch schön. Da haben wir unsere Goldangel bekommen. Mann, man sieht das hier so schlecht. So, hier sieht man es besser. Ja. Da hat mich der Turtle gerade darauf hingewiesen, dass ich die Goldangel bekomme. Denn ich habe gerade alle Fische zum ersten Mal gefangen. Dann ein schöner, gediegener Abend bei KK haben wir ja auch schon des Häufigeren gemacht. Oh, da habe ich mir so einen Bereich markiert, weil man da die Tür von hinten sieht hier. Die Kaffeetür hier, wo man nie reinkommt, ja. Da kann nur Kaffee durchgehen. Dann mein tolles Haus mit einer Südafrika-Flagge. Ich weiß nicht, warum Südafrika. Na gut, warum Südafrika ist eigentlich relativ selbst erklären, das war 2010, aber auch einfach daher, weil man die ganz leicht pixeln konnte. Ihr seht hier Zelda-Theme, also der Boden so ein bisschen A Link to the Past mäßig. Das war Zelda-Theme damals. Ne? Und dann war ich hier mit Twiggy und Peggy am Kaffee trinken. War auch sehr cool. Aber dieses Piraten-Outfit, das habe ich echt geliebt. Und die Sternbrille, das war eigentlich so mein Homie-Outfit. Das habe ich am meisten getragen. Ja, Peter klagt mir sein Leid. Hier haben wir tolle Stiefmütterchen schon gezüchtet. Hier haben wir auch so ein tolles Design. Das habe ich von. Nee, hier auch das Pfotendesign auch. Die beiden habe ich von Vinci bekommen. Dann war ich richtig braun gebrannt und das waren ja auch eigentlich so meine Hauptsteinwege, die ich so benutzt habe. Ich habe ja im Let's Play schon mal einen anderen Border hier benutzt, aber das war dann eigentlich so der zweite, den ich wirklich benutzt habe mit diesen Goldsteinen. Das fand ich damals ganz schnieke. Das Tor finde ich übrigens immer noch schnieker als das, was wir jetzt im Let's Play haben. Also so ein Holztor. Das finde ich echt cooler, aber ja gut, kann man sich nicht aussuchen. So, hier habe ich ab jetzt eine Bosnien-Herzegowina-Flagge. Was nicht daran liegt, dass ich mich irgendwie mit dem Land verbunden fühle, sondern mit Ihnen Dzeko, der zu der Zeit bei Wolfsburg war und ich ein riesen Fan war und immer noch bin von ihm. Von Wolfsburg jetzt definitiv nicht mehr. War schön in der Relegation. So, hier haben wir jetzt so einen richtig schönen, hässlichen Schnitt. An wen erinnert er mich? An welchen Celebrity? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ne. Hässlich. Aber Keks war bei mir zu besuchen, das muss ich natürlich einfach mal festhalten. Und ihr seht auch mein absolutes Lieblings-Psycho-Shirt, ne. Das haben wir uns ja direkt im Let's Play auch schon gekauft. Und dann habe ich eine Zeit gespult und wir haben uns in unseren Träumen unterhalten mit Keks. Was ich übrigens ganz witzig finde, sieht man auch hier nochmal ganz schön. Hier war mein Haus und hier ist Keks Haus. Wobei, stimmt das? Jetzt bin ich mir doch gar nicht mehr so sicher. Weil das sieht dann halt wirklich wie im Let's Play. Ich bin mir echt nicht mehr sicher, ob das Keks Haus war. Entweder war Keks Haus hier oder hier irgendwo. Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich echt nicht mehr. Schade, schade. Ich habe aber auch irgendwo noch so ein Buch gehabt. Ich weiß nicht, ob ich das noch behalten habe. Das muss ich nochmal suchen. So, hier habe ich damals ein bisschen mit meiner Stadt gespielt, ein bisschen Sachen ausprobiert und ich habe auch einen Friedhof gebaut. Ja, damals war es noch recht frisch hier mit MJ und auch mit Enke, der sich selber umgebracht hat. Habe ich den beiden hier Ehrengräber gemacht, ja. Oh, Mann. Hier habe ich auch damals eine schöne Mimaske gehabt und bin dann wieder auferstanden, ja. Was sag über Wi-Fi, wie man sieht, das waren sehr schöne Zeiten. Dann hier einen richtig hässlichen Flusslauf. Heute sieht es wirklich richtig crappy aus, aber ja, damals fand ich das schön, durchaus. Und auch hier mit dem ganzen Grün so, was eigentlich echt nicht so cool aussieht, aber ja, das fand ich damals tatsächlich ganz cool. Und dann war ich auch in anderen Städten, wie man hier sieht. Ich glaube, das ist sogar die berüchtigte Stadt Anytown von Emily. Bin ich mir aber gar nicht sicher. Bin ich mir gar nicht sicher. Die geistert, glaube ich, immer noch irgendwo in Foren rum und spielt wahrscheinlich auch New Leaf. Keine Ahnung. War ja damals so ein bunter Hund. Also gerade wenn man jetzt hier Animal Crossing online gespielt hat, ein ziemlich bunter Hund, hat sich mit vielen getroffen und hatte einfach eine unglaublich epische Stadt, wirklich. Wahrscheinlich auch, weil sie eben so viel gespielt hat. Sehr viele Kontakte hatte und damit sehr viele ausländische Möbel, japanische vor allem. Hatte, glaube ich, so einen richtig coolen japanischen Keller. Wie gesagt, ich habe noch sehr viele Bilder auf meiner Seite davon. Ich behaupte, dass es sehr viele sind, wahrscheinlich nicht. Ich hatte wahrscheinlich mal deutlich mehr, die ich nicht hochgeladen habe. Aber ja, das war auf jeden Fall eine sehr coole Stadt. Und die war dann, glaube ich, irgendwann wurde sie gelöscht oder irgendwie sowas. Da habe ich was mitbekommen. Alles auf Spieletipps damals. Auf den Fragenseiten von Spieletipps. Und ja. Ich habe nur mitbekommen, dass viele freiwillige Helfer ihr dann geholfen haben, die ganze Stadt wieder aufzubauen. Das war echt richtig cool. Das war richtig cool. Also quasi so eine Anytown Reloaded. Das war echt cool. So,
So, dann hier unten wieder in meiner Stadt, den Blumengarten, den wir rechts unten hatten, den habe ich, glaube ich, immer noch gehabt, so in meiner aktuellen Stadt, weiß ich gar nicht. Wie gesagt, lange nicht angefasst. Dann hier oben habe ich wieder mein tolles Haus, was ich ziemlich häufig fotografiert habe, mit Goldrosen. Ich weiß gar nicht, was steht denn da hinten auf der Flagge drauf, Alter? Reich Niklas der Erste, oh Gott. Ja, schön. Warum nicht? Ja, da hatte ich gerade die Krone neu wahrscheinlich. Die Krone habe ich auch direkt hier meinem Buddy gegeben. Und ich finde, hier sieht das tatsächlich ganz schön aus. Mit dem schlichten Weg und den Blumen am Rand. Hier sieht das echt cool aus mit diesem normalen Boden ohne Gras. Finde ich hier echt an der Stelle sehr schön. Und hier in dem Hintergrund sieht man schon den Brunnen, der auch ganz gut da reingepasst hat. Also man muss auch nicht immer alles mit Designs vollclustern. Hier habe ich eine riesige Deutschlandflagge gehabt. Ui, ja, das ist auch spannend. Und der erste Regenbogen, den ich gesehen habe, war das wahrscheinlich. Zumindest einer der ersten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Regenbogen. Dann hier meine richtig geile Allee mit dem Wasserfalltheater da ganz oben. Das war auch eine ganz coole Sache. Und dann hier wieder mit der MJ-Maske und einem lustigen Weg, der eigentlich ziemlich kacke aussieht. Aber den fand ich auch damals ganz nice und ich habe mal wieder meinen Müll irgendwo hingelegt. Dann haben wir wieder das Brett verschwinden lassen, was hier eigentlich sein sollte online, ja. Grafikbugs ausnutzen und ein richtig heftiges Laserschwertduell gegen Link. Dann hier oben nochmal das schöne Reich mit den tollen Wegen hier, die ich eigentlich mittlerweile überhaupt nicht mehr mag. Und dann war Twiggy bei mir zu Hause und hat mich auf den Namen Luke getauft und ich bekomme eine Nachricht. Ja. Ziemlich vollgestopft bei mir das Ganze. Zwei Throne, ja. Hier zwei so Kanonen, ein Wii-Fernbedienungsschrank. Ziemlich geile Sachen auf jeden Fall. Dann hatte ich hier so eine richtig hässliche Maske, so ein richtig hässliches Mii. Und zum ersten Mal, ja, wobei zum ersten Ostern war es definitiv nicht, oder? Na, das kann nicht sein, nee. Aber Keks war im Hintergrund und Os guckt ein bisschen angepisst. Dann ein tolles Bild, wo ich schon weit aus der Stadt gelaufen bin. Das war gar nicht so einfach, da zu dem Zeitpunkt einen Screenshot zu machen, wenn das passiert. Und hier war ich zum ersten Mal in der Hackstadt, die von Wawa. Ich kann mich an den nicht mehr erinnern, nee. Wie ist denn der eine nochmal? Ich glaube, einer hieß mal Nino oder irgendwie sowas. An den erinnere ich mich noch. Irgendwie. War ich auf jeden Fall zu der Zeit öfter in gehackten Städten und hier ist halt die Bushaltestelle einfach mal irgendwo unten gewesen. Ich weiß tatsächlich noch genau, wo die war. Also wenn das Bild hier so die Karte ist, dann war es ungefähr hier so. Und hier war dann so der Weg nach unten. Ja, das ist, kann ich mich tatsächlich noch ziemlich gut dran erinnern. Weil das auch, war glaube ich nur einmal in der Stadt, wo wirklich die Bushaltestelle irgendwo anders war. Und die ist ja auch einfach nur platt da. Also das ist nicht mehr dieser Aufgang, das ist einfach platt auf dem Boden. Auch sehr interessant. Habe ich mir Taubenmilch gegönnt, ja, wow. Wir waren beim. Ach so, stimmt, ja, wenn man online spielt, sind nämlich Peggy und Pelly da. Da kann man beide, dann haben beide Schalter belegt. Ich habe keine Ahnung, mit wem ich da immer gespielt habe. Wäre ganz cool, das zu wissen, wer das jeweils war. Und da haben wir Cheetah, einen meiner absoluten Lieblingsbewohner hier in dem Spiel, und er hat Thaddäus gesagt, wow. Und da haben wir Gulliver tatsächlich mal getroffen, oh Mann. Das ist echt selten passiert. Ich glaube, ich hatte den nur zwei oder dreimal in Let's Go to the City abgeschossen. Gerade habe ich es noch gesagt, da ist sie. Emily aus Anytown. Naja. Hatte gerade da wieder richtig geile Sachen bekommen. Die gab es auch nur im Ausland. Tja. Und dann gibt's hier noch. Oh. Ja, die lustige Michael Jackson-Kinderaffäre, ja. Mit Yukina. Erinnere ich mich. Ich erinnere mich an sie. Weiß nicht, ein paar Mal zusammengespielt. Auch nicht so oft, aber. Ja, der Name sagt mir auf jeden Fall noch was, auf jeden Fall. Ganz cool, so alte Namen nochmal wiederzusehen. Es ist halt wirklich pure Nostalgie für mich. Dann haben wir hier den Johannes, wie er gerade den Wasserfall runterspringt. Das fand ich super schön, ja. Musste ich sofort fotografieren. Ich war bei Resetti, ja. Nichts Besonderes, kennen wir. Dann bin ich genau zur Close Time in Nuke reingegangen, ja. Das fand ich auch sehr Screenshot-würdig. Und da ist die Karin, die ich irgendwie richtig gefeiert habe, auch wenn ich mitbekommen habe, dass die meisten nicht gefeiert haben. Ich fand sie sehr cool. Mit dem Schokoladenweg natürlich noch auch sehr geil. Und dann haben wir hier ein Red Carpet zu meinem richtig geilen Haus, ja. Auch gemacht. Und ich glaube, das war's, ja. Das war's an tollen Bildern aus meiner Animal Crossing-Vergangenheit. Und das war wahrscheinlich, huiuiui, gerade mal ein Fünftel der Zeit, die ich da verbracht habe. Ey, das ist. Richtig pure Nostalgie. Dieser ganze Ordner ist pure Nostalgie und pure Info. Mit diesem ganzen Stuff. Und ich bin echt froh, dass ich diesen Ordner hab. Wie gesagt, ich werde nochmal später gucken, ob ich noch dieses eine Heftchen hab. Ich glaube, ich hab's nicht mehr.
Da habe ich mir nämlich nochmal aufgeschrieben, ganz am Anfang, was für Bewohner ich hatte und sowas. Und dann sehen wir vielleicht auch nochmal, wo Keks wohnt oder sowas. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall richtig geil, dass ich dazu noch eine Menge Stuff habe, weil das ist einfach. Das ist mein Nostalgiespiel schlechthin nach Crash. Aber das ist mein Nostalgiespiel aus. Ich kann mal wieder normal. Nee, 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 nee. Das ist mein Nostalgiespiel aus der späten Kindheit und frühen Jugend. Und deswegen, ja, man sieht hinten mein Handtuch, was ich auf dem Bett liegen habe, weil es ist verdammt warm. Meine Haare sind übrigens nicht wegen der Wärme so, sondern weil ich Kartfahren war heute. Die Lampe kann ich trotzdem weiterhin anmachen, so. Ja, also es ist richtig krass wichtiges Spiel für mich gewesen und deswegen cool, dass ich so ein Stuff hab. Und den wollte ich jetzt einfach mal mit euch teilen und ja, war eigentlich gar nicht geplant mit dem Fotobuch, aber das war hier einfach noch drin und dann hat sich das mit dem Nostalgie-Trip noch angeboten. Auf jeden Fall ziemlich cool, dass ich diesen Ordner hab und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, mal wieder so ein bisschen in meine Nostalgie-Vergangenheit von Animal Crossing reinzugucken und natürlich auch, was die ganzen Informationen angeht, gerade mit der Animal Crossing-Story, wie gesagt, die gibt's ziemlich schwierig noch zu finden nicht auf YouTube, im Internet. Deswegen, ja, wollte ich auf jeden Fall mal gezeigt haben, wie ich das hier alles so historisiert habe. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder bei Animal Crossing Videos, wenn ihr darauf Bock habt oder, ja, bei anderen Sachen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss. So, ich hatte euch ja noch versprochen, dass wir nochmal kurz auf der Seite vorbeischauen. Also auf der RC-Wiki-Seite. Ich habe die URL direkt eingegeben, habe aber nichts mehr gefunden. Aber ich habe auf meiner eigenen Seite nochmal geguckt. Da finden wir nämlich noch hier einen Link zum Wiki. Den machen wir jetzt einfach mal und landen dann hier. Das heißt jetzt mittlerweile .freewiki.in. Das ist das alte Animal Crossing Wiki. Allerdings halt deutlich, ne? Verschmälert. Ich weiß noch nicht, ob da was zu stand. Wahrscheinlich eher nicht. Können wir gerade gucken, was es hier noch alles so gibt. Also, wie gesagt, über ein paar. Es gibt halt kein richtiges Menü mehr. Das ist halt das Problem, weil die Seite sich zerschossen hatte. Aber über einzelne Links müsste man tatsächlich noch Sachen finden können. Aber das weiß ich nicht genau. Das habe ich halt Jahre jetzt nicht geprüft. Das war damals, meine ich, so kurz nachdem das passiert ist. Wobei da halt gerade auch nichts lädt. Wobei doch hier bei Stadt lädt was. Bei DLCs nicht. Versuchen wir es nochmal. Ja, ist nicht schlimm, wenn das nicht lädt, aber. Ne? Hier bei Stadt gibt es noch was. Dann kann man zum Beispiel sehen, na, Geldsteine, kann man mal aufrufen. Sieht man Informationen zu Geldsteine. Kann man sagen, hier, Tom Nook, ich will mal wissen, was mal bei Tom Nook so abgeht, wer das ist. Haben wir hier so eine schöne Seite. Sieht man auch alle. Was ist das? Sonderangebote. Ah. Cool, 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 cool. Ja. Interessiert mich gerade irgendwas besonders? Weiß nicht. Alle Ereignisse auch. Es gab halt hier wirklich alles, ne? Und auch richtig cool gemacht und so. Sehr liebevoll, wirklich. Aber, ja. Irgendwann. Aber wie gesagt, ich, ja, habe ja noch alles und ist jetzt auch nicht so schlimm. Man kann ja noch das andere Animal Crossing Wiki auch suchen. Animal Crossing Wiki. Ja, komm, machen wir mal so. Landen wir auf jeden Fall da. Die AC-Wiki, nee, Animal Crossing-Wiki jetzt einfach, genau. Das hier. Das ist natürlich auch ziemlich geil. Ist jetzt zwar zu New Leaf, man kann aber auch hier einfach bei Let's Go to City gucken. Da ist aber dann nicht so viel, behaupte ich mal, wie es damals hier im alten Wiki der Fall war. Da war doch in meinen Augen deutlich mehr. Hier, das zu DLCs scheint nicht zu laden. Aber das mit der Animal Crossing-Story zum Beispiel finde ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Das ist hier, glaube ich, auch nicht mehr zu finden. Hauptseite ist halt die, genau. Animal Crossing, das ist generell. Die wurde halt auch hier seit Jahren nicht aktualisiert, wie man sieht. Klonen hier zum Beispiel auch noch ganz interessante Sachen. Gehacktes. Ich erinnere mich gerade, gehacktes, das habe ich auf jeden Fall irgendwann auch nochmal ausgedruckt gehabt. Habe ich aber tatsächlich nicht mehr so. Story, hier! Man findet sie noch! Man findet sie noch! Hier! Geile Sache. Also hier, das ist der Link für irgendwen, der das abtippen möchte. Ich kann nochmal in das Video, in die Videobeschreibung packen. Cool, dass es das noch gibt. Das Video wird jetzt zwar unglaublich lang dadurch, aber ist ja scheißegal. Das gibt es noch. Das ist eine nice Sache. Fehler im Spiel, hier gibt es ein paar Glitches, die beschrieben wurden. Die wurden aber in anderen Seiten, da muss ich tatsächlich mal sagen, tatsächlich besser beschrieben. So ein paar Designs, okay, ist jetzt auch nichts Spektakuläres.
Gehacktes, da gibt es ein paar Informationen zu gehackten Items, zum Beispiel hier dem Lightsaber. Das ist hier, glaube ich, einfach nur dieses. Ja, gut, das ist sowieso was anderes, das ist Big Axe und Katana. Hatte ich beides nie. Klonen, ja. Hier wird einfach das Klonen beschrieben. Und ja, man findet also doch tatsächlich noch einiges noch. Also, wenn es jetzt zu Items geht. Na, Items, sagte ich. Möbel. Ja, doch, man kann eigentlich doch tatsächlich noch das meiste wiederfinden. Aber es ist halt nicht mehr so schön accessible, wie es damals war. Aber cool, dass es immer noch alles existiert. Man kann es immer noch alles finden. Und das ist echt richtig nice. Also, falls ihr mal richtig Bock habt, eine richtig geile Seite zu haben. Wie gesagt, die ist auch schon ganz nice, aber die ist eher für New Leaf optimiert, muss ich sagen. Bei Let's Go to City gibt es ja noch gar nicht so viel. Aber hier, da gibt es wirklich ziemlich viel. Das muss ich schon sagen. Ja, das war es aber wirklich mit dem Video.